Ja, willkommen zurück zu meinem zweiten Part von Zelda Oracle of Ages. Ja, willkommen zurück. Im letzten Part haben wir die Story von den betrunkenen Leuten erfahren. Haben ein Herzteil gefunden, haben eine Schaufel und ein Schwert bekommen und einen Schlüssel haben wir auch vorhin gefunden. Hahaha. Oh mein. Das wird doch einfach sein. So, hätte ich im letzten Part noch, ja, wie ihr seht, 20, nee, eine halbe Minute bis Minute Zeit gehabt, dann hätte ich mir das hier noch besorgen können. Tja, schusselig, schusselig, schusselig. Na, wenigstens haben wir es jetzt. Hahaha. Irgendwie habe ich gem. Okay, leckt es ein bisschen? Ich weiß nicht. Oink. What the. Quick. Das ist dieses Ding, von dem Vera gesprochen hat. Attacke. Nein, lasst mich in Frieden. Oh mein Gott. Was ich noch so. Was soll ich denn sagen? Ah ja, im letzten Part ist irgendwie der Sound so ein bisschen verschoben. Das liegt daran, dass ich immer so vorspule hier, also in-game. Deswegen. Und wenn ich dabei gleichzeitig rede, kann es ja wohl schlecht synchron sein. Okay, los geht's. Was willst du aus dem Weg? Ich will dein Essen. Essen. Geld. Gib mir dein Essensgeld. Haha, ich habe das Herz noch bekommen. Dang, dang. Danke, wer bist du? Link, welch hübscher Name. Ich bin der Makubaum. Du warst tapfer. Es heißt, das Orakel der Zeiten. Ich habe Königin Ami davon überzeugt, einen schwarzen Turm zu errichten. Eventuell steckt sie hinter diesem Überfall. Danke für die Rettung. Das werde ich mal niemals vergessen. Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Das verspreche ich. Das ist wohl alles, was ich machen kann. Ach hier. Hörst du? Ich werde dich belohnen, wenn ich groß bin. Du musst mich ganz bestimmt besuchen. Wir haben es ja geschnallt. Guck nicht so blöd. Liebster, ach, wenn ich groß bin, werde ich deine Braut üben. Ich habe es ausgesprochen. Ich glaube, wir gehen den Magobaum, den weiblichen Magobaum in der Zukunft doch nicht lieber besuchen. Wo geht's denn hier lang? Doink. Und gleich vom Eingang des Magobaums. Nein, scheiße, genau hier wollten wir doch gar nicht hin. Naja, was soll's. Na, 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 na. Und der Magobaum ist auch wieder da. So ein Wunder. Aber mit so einem Loch an der Seite. Echt, es ist seltsam. Meine Erinnerung ist schemenhaft. Ich vergesse. Oh, du bist es. Link, Link. Was machst du jetzt hier? Ich habe so lange auf dich gewartet. Weißt du noch? Vor hunderten von Jahren, Link, du gabst mir ein ewiges Versprechen. Wenn ich groß bin, werde ich dich heiraten. Das hast du gesagt, Link. 400 Jahre habe ich gewartet. Außerdem lügst du wie gedruckt auf ein Stück Papier, obwohl man aus deinen Adern auch Papier machen kann. Doch, ich wusste, dass du mich nie vergessen würdest. Unsere Herzen sind auf ewig miteinander verbunden. Wie, du bist gar nicht deswegen hierher gekommen? Nein. Warum hörst du mir nicht zu? Ach, du willst also über Veran sprechen, ja? Ja, ich mag sie mehr als dich. Hahaha. Vermutlich benutzt Veran Königin Ami, um den Turm bis zum Himmel hinaufzubauen. Erlangt jemand unreines Herzens die Kräfte des Schattens. Für diese Welt in Finsternis gekühlt. Genau darum geht es hier. Das jetzige zu verstehen heißt, das Vergangene zu kennen. What the fucking. Veran hat Freibahn, wenn sie dunkle Kräfte in der Vergangenheit für sich findet. Link, du musst Veran Einhalt gebieten und Nero retten. Muss ich das wiederholen? Nicht mal im Traum. Ich erinnere mich schwach. Ich glaube, die ganz Labyrinth versteckten Essenzen der Zeit sind notwendig, um Veran zu besiegen. Diese Essenzen beinhalten die Kraft, die Wahrheit zu sehen. Und in ihnen liegt meine Erinnerung. Du bezwingst Veran nicht, wenn du die Wahrheit nicht erblickst. Die Störung des Zeitflusses hat meine Gedächtnis verblassen lassen. Was sollen wir nur tun? Ich bin verloren. Wenn du jedoch die Essenzen findest, werde ich mich an alles erinnern und du kannst Veran stoppen. Bitte nimm diese Aufgabe an, Link. Such zunächst östlich von mir, in dem Joll-Friedhof auf. Dort erfülle ich die erste Essenz. Vielleicht hilft dir das ein wenig. Ja, der Saatbeutel, so viele Items und so, das noch alles gratis. Die Glühkerne in diesem Saatbeutel bringen Licht ins Dunkle und entflammen kleinere Büsche, die dir im Weg stehen. Ja. Ey, da bist du kein kleiner Busch, und wir können dich nicht entzünden. Tja. Oder? Schade. Hat nicht geklappt. So, bevor wir weitergehen, will ich mir noch natürlich die Tore hören. Das habe ich nicht vergessen. Ich denke mal, da sind eh eine Rubine dran. Den habe ich geraten. So, genau 30 Rubine. Damit kann ich mir ein Schild leisten. Was ich aber nicht machen werde, denn später stecken wir so in vielleicht
4, 3 Parts. Kriegen wir ein Schild ganz günstig für 10 Rubine. Den hole ich mir auch natürlich. Keine Frage. Jollfriedhof. Da wollen wir hin. Noch ein Baum. Wir hören diese gruseligen Bäume. Haut ab. Ja, runter. Ach, hier wohnt auch die Hexe Stiop. Ist ja ganz praktisch. Können wir uns die Magieflaschen und sowas holen? Niemals, das ist so gruselig. Es ist Stockfinster im Grab an dem Baum dort. Ja, genau, es ist zu dunkel. Oh Mann, du bist wirklich ein Angsthase. Und außerdem, was ist, wenn er herauskommt? Ah, nein, nein, ich lasse ihn drin. Ihr braucht keine Angst haben. Ups, ach, nicht ihn meint hier. Der Geist. Nee, ja, welcher Geist? Der einzige Geist, den ich bisher gesehen habe, war der mit der Lampe da oben, von dem wir unser erstes. Ich verrate lieber noch nicht. Außer ihr wisst es schon und dann ist es ja egal, aber es kann ja sein, dass es niemand, nicht jeder weiß. Dann. Ein Totenkopf, wie originell. Mit einem Schlüssel in der Mitte, wie originell. Ah, der Gruftschlüssel. Toll. Hast du gut gemacht, Link, du voll Trottel, du Spinner, du Idiot, du Idiot, Link, ich hasse dich, du voll Idiot, du bist ein Idiot, oh Mann, daraus könnte echt ein Lied werden, na, dann. Würde es euch gefallen, wenn ich weiter so rumsumme und irgendwelche Scheiße vor mir hinlaber, oder wenn ich doch irgendwie ruhig bin, oder was weiß ich, worüber ich erzählen soll, macht Vorschläge, oder was weiß ich, schreibt irgendwas in die Kommentare. Ja. Auf zum ersten Tempel! Yeah! Wuhu! Level 1. Geistergruft. Ja, gruselig. Links oder rechts? Links hat mich noch nie im Stich gelassen, oder? Eine Truhe. Da komme ich natürlich nicht dran. Ich kenne ja schon den ersten Tempel mittlerweile auswendig. Von daher. Keine Frage, wie alles aufgebaut ist. Und da. So. Wir haben die Hälfte, oh Gott. Entweder am dritten Tempel oder am zweiten Tempel, ich glaube, es war am zweiten Tempel, gibt es ja auch so ein Rätsel mit diesem Schalter da oder was das auch immer sein soll. Ich habe das sowas von gehasst. Ich habe dafür fast 6 Minuten gebraucht und das hat da war eben halt schon der Part zur Hälfte vorbei und nur wegen dem blöden Rätsel. Toll, wirklich toll. So, nehmen wir das nochmal mit. Ah, der Kompass. Wie original. Und wir müssen noch im Kreis laufen. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte mir das ersparen müssen. Was soll's. Dafür finden wir mal die Karte. Wie ich sagte, die Karte. Dann. Und wir gehen oben lang. Ich finde das irgendwie sicherer. Der Geist ist nicht mehr da. Was für uns vorteilhaft ist. Ja. Hier gibt es noch einen Raum in dem Tempel, den ich nur mit Bomben erreichen kann. Und zwar auf der anderen Seite. So ein Grasbüschel, wie ihr hier unten rechts in der Ecke seht. Dutch, Tür auf. Was ist hier drin? Ein Schlüssel. Ich höre ihn doch. Ihr wahrscheinlich auch. Und da ist eine Fledermaus, die wollen wir. Ach ja, aus anderen Zelda-Teilen, nicht unbedingt, aber ich denke mal, der hier vor allem. Hasse ich ab sofort Fledermäuse. Also, ich kann nichts garantieren. Ich hasse diese Fische ab sofort wirklich. Warum? Weil ihr irgendwie rausfinden, weil. Ich kann es ja schon mal sagen, warum. Weil immer, wenn ich knapp noch Herzen habe, na, ausgerechnet, dann sterbe ich an diesen blöden Mistviechern. Ja, wie nett. Danke. Vater Hälfte ist, lassen nur Rubin und Herzen fallen, was natürlich ihm mehr Vorteil bringt. Ja, ich weiß auch nicht gerade, was ich für eine Scheiße rede. Meine Güte, ist mir langweilig. Ach mein Gott, schon Wortdreher hier drin, meine Güte. Ja, ich meine, cool natürlich. Hahaha. Doink. Doink. Ein kleiner Schlüssel, schon Nummer 2. Dann.
Und wir haben schon 2/3 unseres Videos verschnauzt. Tja, dafür haben wir den Tempel bis zur Hälfte gleich erledigt. Das ist doch auch vorteilhaft. Denn hier ist der Halbboss. Oh Mann! Raus hier! Geht raus! Nein, nein, hau ab! Geh drauf! Oh Gott! Oh Gott! Gib mir die Fee! Oh Gott! Warum muss es ausgerechnet bei den leichtesten Halbbossen immer bei mir so knapp enden? Ach Gott. Einen Schlüssel haben wir ja? Dann. Ich verspreche euch nicht zu viel, dass ich in unterhalb 4 Minuten, also da kriege ich dann noch locker dieses beklappte Item. Und außerdem haben wir den Tempel sowieso so gut wie erledigt. Also im nächsten Part ist auch schon fertig. Ich kann mich an den Boss erinnern. Der war ja auch easy. Den muss man nur mit 2 Schwerthieben erledigen. Und da ist das Kraftermann. Das holen wir uns natürlich. Oh mein Gott. Ich freue mich auf jeden Fall bald auf luxlecking.de. Den müsste eigentlich jeder kennen, weil dadurch müsstet ihr mich kennen eigentlich oder was weiß ich, wo ihr mich kennen solltet. Auf jeden Fall auf seiner Homepage, ja, da kann man sich ja so seit einer Woche irgendwie schon als Moderator bewerben. Ja, natürlich habe ich mich gleich mal beworben. Naja, man weiß ja nie, vielleicht hat man ja Glück und ja. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich die Bewerbung bekommen würde, also wenn ich angenommen werden würde. Meine Güte. Ich sehe schon, wir haben noch 3 Minuten und wir können eigentlich nur noch den Boss machen. Also, das Einzige, wir haben ja schon den Master Key gerade bekommen. Also, wir könnten jetzt müssen nur noch den Boss machen. Das könnte aber knapp mit der Zeit werden. Eieieiei, was mache ich nur? Mal diese ungünstigen Zeiten hier. Ja, gut, warum nicht? Machen wir den schnell. Bisschen beeilen hier. Oh Gott, 2 Minuten, schaffe ich das in 2 Minuten? 2 Minuten. Okay, ich bin's dann eben einfach früher, dann hat es sich auch. Wenn es notwendig ist oder zwingend oder. Oh, also ja. Hier zeige ich euch, was ich meine mit 2 Schwertchen. Und Game Over. Haha, und jetzt gib mir den Herzcontainer her. Herzcontainer erhalten. Cool. Oh mein Gott, der erste Tempel in unterhalb 5 Minuten, wenn das mal kein neuer Rekord ist. Du erhältst den Geist der ewigen Ewigkeit, eine Essenz der Zeit. Mag das Leben auch enden, er spricht fortwährend zum Herzen. Und so wie in den Awakening-Teilen, oder? War es nicht in anderen Teilen? Na, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber immer diese Poesie. Das ist immer so seltsam hier. Und der Marco Baum spricht zu uns. Dann geht das schneller. Ich bin es, der Marco Baum. Ich vernehme das Echo von einer Essenz aus den westlichen Wäldern. Kannst du dort nachsehen? Die westlichen Wälder. Ha. So, was wir noch machen können, ist jetzt das. Oh, die Hexe, die machen wir noch. Vielleicht kriegen wir Glück und kriegen auf Anhieb das Herzteil. Ich hatte mal nämlich Glück in meinen alten. Na, natürlich nicht. Natürlich. Warum auch nicht? Lass uns in Ruhe. Was nehme ich da eigentlich? Haha, jetzt tut's dir leid, aber ich habe mir. Ja, das sagst du jetzt nur, weil sie meine Blutkerne genommen hat. Und davon auch nicht zu wenig. Ja, okay, ich wäre auch nicht so rangekommen. Unfair, naja, gut. Eigentlich gehöre ich unter die Erde, oder? Ich würde es begrüßen, wenn du mir hilfst. So, Schimmelstein weg. Gehen rein. Und nette Behausung. Ja, und was der Geist von uns will, oder was wir von ihm wollen, sehen wir im nächsten Part. Bis dann!